Zum 12. Mal hat die Kommerzialbank Mattersburg Volksschulkinder aus dem Burgenland zum Kiddie-Contest eingeladen. 300 Kinder haben jedes Jahr die Chance, live in der Wiener Stadthalle dabei zu sein. Schon vor der Abfahrt ist die Aufregung bei den Kindern und Lehrern groß. Wo fahrt ihr hin? Also es wird ein unvergessliches Erlebnis sein für die Kinder und für mich auch. Mit großer Freude wurden die bereitgestellten Busse bestiegen. Ich begrüße Sie zum Kiddie Contest 2017. Wir sind jetzt alle im Bus und starten in Kürze. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und einen schönen Abend. Natürlich kennt jedes Kind den Kiddie Contest. Aber einmal live dabei zu sein, das ist natürlich ganz etwas anderes. Wir fahren nach Wien und dort lass uns halt überraschen, was da alles gibt. Es sind 10 Kinder, der Raum ist sehr groß und da werden immer deutsche Texte zu der Melodie geschrieben von Stars. Wie es sich bei einem Konzert gehört, wurden die Kinder mit richtigen Backstage-Pässen ausgestattet. Wir haben alle unsere Kinder oben, damit sie wissen, dass sie zu uns gehören, also zur Kommerzialbank, weil wir eine eigene Kommerzialbank-Lounge haben. Schon auf der Fahrt zur Stadthalle war die Stimmung gut. Vor der Show ging es dann erstmal in die Kommerzialbank-Lounge. Für jede Klasse wurde ein Erinnerungsfoto geschossen. Hier eine Party machen, schlechte Laune, abgehakt, Spaß ist angesagt. Dann gab es eine kleine Stärkung an dem reichhaltigen Buffet, denn der Abend ist noch lang. Nachwuchsreporterin Colleen hat in der Lounge schon einmal die ersten Stimmen eingefangen. Hallo, wir sind hier in der Kommerzialbank-Lounge. Und ich gehe jetzt los und frage die Kinder, wie es ihnen geschmeckt hat. War sehr gut. Was hast du gegessen? Donuts, Pizza, also alles Mögliche. Waren die Donuts gut? Ja. Es gibt Chicken Nuggets und das da. Chicken Nuggets mit Erdäpfel. Und waren die gut? Mhm. Dann gab es für die burgenländischen Kinder eine Überraschung. Der Vorjahressieger Christian Steger kam zum Meet and Greet und hat fleißig Autogramme geschrieben. Er steht hier schon lange an fürs Autogramm. Ich glaube schon eine halbe Stunde oder so. Die Spannung stieg. Geschlossen ging die burgenländische Gruppe in die Wiener Stadthalle. Über 2 Stunden Show. Die Stimmung war bombastisch. Am Ende wurde die 9-jährige Ina Hofer zur Siegerin gekürt. Die konnte ihr Glück kaum fassen. Ina. Wie fühlst du dich jetzt? Richtig cool. Hast du damit gerechnet? Nee. Es sind die Kinder, die hier die Stars machen. Das wissen die Veranstalter natürlich auch. Für uns ist immer wichtig, dass der Kiddie Contest keine regionale Wiener Geschichte ist. Das ist eine österreichisch, über Österreich hinausstrahlende Geschichte. Und wir freuen uns extrem. Burgenland, Kärnten, quer durch. Wir haben so viel Talent in dem Land, die wollen wir alle hier sehen. Die anderen sollen sehen und sagen, vielleicht mache ich da auch mit. Und das Erlebnis haben. Ich finde, es ist ein Erlebnis. Und das soll der Kiddie Contest sein. Wer hier gewonnen hat. Nach der großen Show ging es dann mit dem Bus wieder zurück ins Burgenland. Müde, aber glücklich ließ man den Abend noch einmal Revue passieren. Ich find's sehr cool. Sie haben es wirklich sehr spannend gemacht. Wir haben schon gedacht, es war die Lena, aber dann war es doch die Ina. Dass wir getanzt haben und dass wir das Musik angehört haben. Ich habe angefangen zu weinen. Für die Kinder war die Fahrt zum Kiddie Contest ein ganz besonderer Ausflug, von dem sie bestimmt noch lange erzählen werden.